Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Bonuskapiteln zu Grim Legends The Forsaken Bride oder Grimmige Legenden, der Fluch der Braut. So, dann spielen wir die mal. Join me, my love. You are mine, and mine alone. I must go. He's calling me. They found her near the church, sleepwalking towards the abyss. She was holding this. What is it? I have no idea. Is she all right? I'm afraid the spirit is still trying to claim its prize. How could it be? I thought I killed him. You destroyed the body, but not the spirit itself. Then I'll pay him a visit, and finish it once and for all. Dad, your leg is broken, and we have no idea how to defeat, let alone find him. I think we should wait for my foster father to return from the market. He should be back in a day or two. I'm afraid we don't have that much time. We can't just sit here and wait. We won't. I'll go to the place where Lily was found and take another look around. I wonder why she was carrying this. What was she doing here? And what is this Phoenix Scepter for? Ah, okay. Jetzt wurde es ja schon gesagt. Die Figur ist natürlich die Phoenix-Figur. Und irgendwas ist hier passiert offensichtlich. Eingang verschüttet. Hier wird plötzlich renoviert. Aha, aha, aha. Da hat sich ja wirklich was getan. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie lang diese Bonuskapitel auf alle Fälle sind. Wir schauen erstmal hier hin. Aha. Wir bekommen einen Dolch und wir finden noch einen Naturgeist. Und liegt hier noch was? Wir bitten darum, dass alle in der Nähe der Kirche gefundenen Objekte in diese Kiste gelegt werden. Bitte keine Souvenirs mitnehmen. Hahaha, als ob sich da schon mal jemand dran gehalten hätte. Was ist das? Das ist ein Buntglasfragment. Jetzt sind hier noch irgendwelche Figuren und wir haben hier das Buch. Der 2. Juli. Wir haben unseren letzten Novizen verloren. Dieser Narr glaubte tatsächlich, er könnte den Geist der Klamm besiegen. Er hat sich mit einer List an uns vorbeigeschlichen und ist durch das Portal gegangen. Wir werden ihn nie wiedersehen. 3. Juli. Ich habe beschlossen, den Zugang zur Kammer des Feuers zu schließen. Es muss verhindert werden, dass sich noch jemand dorthin aufmacht. Zur Sicherheit habe ich die Phönixfigur ebenfalls versteckt, also die wird scheinbar wohl den Eingang dann öffnen. So, nun können wir uns darauf konzentrieren, den Baum zu bewachen. Die anderen Portale zur Klamm sind gesichert. Okay. Ansonsten scheint es hier nicht mehr so viel zu geben. Dann würde ich sagen, weiter hier im Takt. Was da? Da kommen wir nicht ran. Die Treppe zum Baum ist eingestürzt. Dort werde ich mich vorläufig nicht umsehen können. Okay. Also müssen wir rein in die Kirche. Jetzt nehmen wir erstmal ein Stückchen Stoff. Ah ja, ist ein Lappen. Wo ist denn der Knoten? Na, der Knoten ist hier und den schneiden wir jetzt einfach auf mit dem Messer. Und wir können es sogar behalten. Machen wir noch hier den Draht weg. Das Zeug weg. Und jetzt? Ich benötige einen Schlüssel. Mit der Phönixfigur. Halt. Mit dem Dolch. Nein, ich sollte etwas anderes versuchen. Komisch. Das war's schon. Haben wir doch was übersehen? Ah, darin ist doch etwas verborgen. Wir haben was übersehen. Und das ist also der Schlüssel, der hier im Buch versteckt war. Und abgeschlossen. Dann werden wir mal das Schlösschen aufmachen. Und rein mit uns ins Kirchenschiff. Was haben wir denn hier? Einmal einen Naturgeist und hier hätten wir noch ein Stückchen Buntglas.
Eine Aussparung in der Form einer Flamme. Könnte es sein, dass wir das hier gleich im Wimmelbild finden? Gibt's hier denn ansonsten noch was zu tun? Ah, da liegt noch was. Das ist eine Spalte im Fußboden, ein weiteres Fragment. Aber was ist denn das für ein klebriges Zeug? Haben wir irgendwas, um das zu lösen? Ja, mit dem Lappen. Aber natürlich. Das kommt mir bekannt vor. Könnte sein, weil hier vielleicht der Phönix reinkommt. Nichts passiert. Habe ich etwas übersehen? Offensichtlich. Also erstmal ab zum Wimmelbild. Wir suchen noch ein Buntglasfragment. Ein Baum der Klamm. Ach du Schande. Ach, das ist der Baum der Klamm. Ein Schmetterling und Weihrauch. Das könnte hier Weihrauch sein. Den Schmetterling sehe ich jetzt aktuell gerade noch nicht. Einen Siegelring. Den hätten wir hier. Eine Schatulle. Die ist da. Eine Brille. Wofür ich gerade das Glas gefunden habe. Und ich sehe natürlich die Brille nicht. Das ist jetzt blöd. Wir legen das erstmal wieder zurück und nehmen die Brosche. Dann suchen wir noch ein Phantom. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie das Phantom aussehen soll. Ach, das ist wahrscheinlich das Phantom. Sehr gut. Dann brauchen wir noch Kohle, die habe ich da gesehen. Ein Kelch, den sehe ich hier. Ein Herz. Ein Herz. Liebes Herz, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Oh? Was können wir denn damit machen? Können wir da noch irgendwie was rumwischen? Ach, ich sehe gerade den Schmetterling. Das ist gut. Werden wir den gleich mal nehmen. Schau mal, was die Schatulle sagt. Da gehört wahrscheinlich noch ein Deckel drauf. Ah, da ist auch die Brille. Die Brille hat keine Gläser. Doch. Jetzt schon. Das Brillenglas ist schmutzig, aber natürlich. Und hier mitgenommen. Für die Schatulle bräuchten wir, glaube ich, hier noch einen Deckel. Das sehe ich allerdings aktuell gerade gar nichts. Vielleicht hier drin, was können wir denn mit dem Messer machen? Können wir damit das Paket aufschneiden? Und dann hätten wir hier die Schatulle, okay. Und zu guter Letzt fehlt uns jetzt noch ein Herz. Ich muss gestehen, dass ich aktuell keines erkennen kann. Es ist aber auch nicht versteckt. Und ich glaube, es war hier irgendwo in diesem Bereich. Denn das war vorhin noch rot. Und da hatte ich hier noch diesen Stück Stoff drüber liegen. Ich sehe es jetzt aber wirklich nicht. Das heißt, wir brauchen mal einen Tipp. Das ist kein Herz. Das ist ein Kleeblatt. Na gut. So, jetzt hätten wir also hier vier Fragmente. Wir können uns das Bildchen hier angucken. Wenn wir das hier einfügen, dann können wir das auch zusammensetzen. Ach, so ist das. Können wir das drehen? Wir können das auch drehen. Sehr gut. Das gehört dann hierhin? Nee. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde das dahin gehören. Das passt auf alle Fälle. Nee. Das passt aber. Und jetzt sehen wir, dass das hier oben definitiv nicht hinkommt.
Das kann nicht sein, denn da gehört der Kopf hin. Und dann gehört das so hin. Das könnte hierhin gehören. Oder eher das. Ich glaube, das ist eher das. Mhm. Das sieht doch gut aus. Und ich glaube, wir machen jetzt da unten mal den Phönix-Scan noch zu Ende. Sehr schön. Aha, aha. Dann kommt das wahrscheinlich hier hin. Oder auch nicht. Ich glaube es fast nicht, dass es hier hingehört. Aber das gehört hier oben hin. Na, wo haben wir denn das andere Stück? Das gehört hier hin. Brauchen wir jetzt hier was? Das. Nee, das passt nicht. Das passt da nicht hin. Aber das passt. So, und das gehört hier oben definitiv auch nicht hin. Sondern hier unten. Dann brauchen wir hier noch was. Zack. Dann sitzt das da drin. Und da hätten wir dann hier das. Und dann da das. Das haben wir dann hier oben noch rein. Und das da. Das ist falsch. Halt. So. Und fertig ist es. Aha, jetzt fällt also hier Licht rein, trifft die Figur und wird dann hierhin projiziert. Okay. Jetzt passt das, ne? What the, hä? Aber das ist doch richtig so. Ach nee, das soll wahrscheinlich ein Phönix werden. Ah. Jetzt haben wir da was gedrückt und der Altar verschiebt sich. Und keine Ahnung, was jetzt da los ist. Was hätten wir denn hier? Kein Hinweis? Moment. Nee, da können wir jetzt nicht nachsehen. Also wir müssen die jetzt hier wohl in die richtige Reihenfolge bringen. Vermute ich jetzt mal so. Aha, okay. Das war jetzt ja doch einfacher als gedacht. Halt, das ist dieses Blau da. Das war schon richtig. Da brauchen wir jetzt das. Und damit hätten wir es. Wir drücken mal wieder etwas. Und können jetzt nach unten gehen. Wahrscheinlich in irgendeine Gruft oder so. Aha. Merkwürdig. Es sieht sehr warm hier unten. Es ist sehr warm hier unten, okay. Da unten liegt auch ganz, ganz viel Gold. That was close. Wow, it must be the Chamber of Fire. Cool.
Platz haben wir denn hier? An der Figur fehlt der Kopf. Und wir hätten hier noch eine Haarnadel, okay. Also das müssen wir uns merken. Hier fehlt noch der Kopf. Und das ist eine Vertiefung. Aha. Da müssen wir also irgendwas hinstellen. Das sieht so aus, als müssten wir hier einen Greif zusammenbauen. Dann werden wir das mal tun. An der Figur fehlt etwas. Ach was. Hallo? Super. Genau so wollen wir die haben. Hey, wisst ihr, wollen wir jetzt die Flügel oben lassen? Passt doch, oder? Jo, ist definitiv richtig. Außer der Kopf. Genau. Der Kopf guckt so, die Flügel so. Die Beine sind unten und die beiden sind so. Alles gut eigentlich. Also haben wir noch das Schwänzchen gerichtet. Und wir bekommen diese Figur. Und es sieht fast so aus, als könnte diese Figur eventuell hierhin gehören. Jetzt fehlt uns aber noch das Kopfteil des Phönix. Da müssen wir wohl noch ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier? Eine Schildhälfte. Was ist das da oben? In dem Glas steckt ein goldenes Ei. Aber es ist zu hoch. Ich komme nicht heran. Da unten liegt doch auch noch was. Doch, hätten wir das, dann nehmen wir hier noch so ein kleines Naturgeistlein mit. Gott, wir haben da, glaube ich, viel zu wenige gefunden. Das Spiel machen wir... Nee. Etwas blockiert das Rad, okay. Was hätten wir dann hier noch? Das muss die Gate to the Abyss, the lair of the spirit that haunts my sister. Das sieht wie eine Art Labyrinth aus, ja. I wonder why he was luring her there. I guess there's only one way to find out. Acht eiförmige Aussparungen. Das heißt, wir müssen hier wohl, bevor wir das spielen können, noch ein paar Eier finden. Wir fangen jetzt aber erstmal hier an. Wir hauen ihm jetzt den Phönixkopf drauf. Und nehmen ein Ei mit. Eines von fünf. Nämlich eine gemeine Falle. Was haben wir da oben? Da müssen wir doch noch rankommen. Und was ist jetzt das? Konnten wir das mitnehmen? Ach, ohne Munition ist die Schleuder nutzlos. Wir schießen mit einer Haarnadel. Nein. Natürlich nicht. Das ist wieder das Gleiche. Ansonsten gibt es hier nicht so viel. Hier steckt noch etwas. Das Stück Papier klemmt hinter dem Rad. Wenn ich es herausziehe, dreht sich das Rad bestimmt wieder. Aber ich brauche etwas Dünnes. Und wir haben doch eine Haarnadel. Also mal ran hier. Ich habe einige der goldenen Eier in Sicherheit gebracht. Aber dies wird nicht genügen. Hole alles Nötige aus dieser Kammer. Am morgigen Tage will ich sie ein für alle Mal versiegeln. Okay. Und jetzt kann ich das Ding hier drehen, oder was? Wait. So, jetzt müssen wir das Rote hier noch rausbekommen. Hallo? Aha. Jetzt das Grüne. Na komm. Oh, wir müssen uns jetzt also ums Rote kümmern. Das Rote muss nämlich zum Roten. Und dann hat sich das geöffnet. Wir bekommen zwei so komische Mürmelchen. Zwei Kugeln und wir haben hier noch ein Buch. Das lesen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mir fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.